So, wir sind wieder da. Erstmal wieder aufrecht hinsetzen und es geht weiter. Bom! Mit einem Knall. Die Kettenkräder stehen ja weiter immer noch fröhlich rum, bewegen sich jetzt allerdings ein bisschen. Und was zur Hölle machst du da, Hellcat? Wolverine? Oh, verdammt. Da ist wohl was entdeckt worden. Geld. Oh Gott, es ist so scheiß früh. Wir haben 6 Uhr. 6 Uhr! Nach dem Spiel auch noch! Okay, hier haben wir die beiden Panther. Denen geht's ganz okay so. 2 M10 ziehen. Calliope ist hier. Park hier. M18 hier. Also, ja, we need Artie. You don't say. You don't say. Alter. Dass ihr Artillerie braucht, das ist schon irgendwie Ewigkeiten klar. Wenigstens habt ihr schon einen Reparaturbunker. Bloß haben wir da jetzt einen zwei M10s, die da ganz schön auf den Geist gehen können. Bam, einer weniger. Ist bloß gleich wieder da. Was ist denn hier unten? Ach ja, ein Scharfschütze. Und der ist auch down. Und da fliegt die Besatzung. Und jetzt sehen wir, wie die Deutschen einfach mit der Zeit, es funktioniert ja ganz offensichtlich, mit der Zeit einfach hier rausgedrückt werden. Aus der Mitte. Einfach durch andauernden Artilleriebeschuss. Und wenn ich das hier richtig sehe, ist da schon wieder ein Panther draufgegangen. Ne, das ist ein MC. Calliope! Jetzt erstmal mit der einen herausfinden, wo Feindeinheiten sind, um dann mit der anderen nochmal richtig drauf zu hauen. Autsch. Das wäre jedenfalls mein Versuch. Oh, oh! Nebelwerfer haut zurück. Jetzt kommt die Salve der Gnade Calliope. Ja, es ging nicht ganz voll drauf, aber naja, es hat den Puma anscheinend getroffen und den Panther angekratzt. Zwei Panther hier. Zwei Stucks. Und da ist noch ein Panther. Die Panzerfahrzeuge gehören alles Mauk, bis auf den einen Panther hier, der ist von Endeffekt Delirium. Naja, die Panzerelite kann einfach nicht die ganze Zeit Panzer reinwerfen ins Gefecht. Und hier unten sehen wir mittlerweile eine richtig schöne Panzerabwehr. M18 getarnt, plus 2 Packs. Sind zwar nur 57er, aber dadurch, dass die Deutschen ja schließlich keine Pack 40 bauen können, sondern nur scheiß Pack 38, kein Problem! Mein Gott, es ist zu früh. Ich bin die ganze Zeit nur am Gähnen. Ach ja, der Panther. Der ausgewogenste Panzer des Zweiten Weltkrieges. Calliope, nervigste des ganzen Spiels. 3 M10 sind mittlerweile. Ah, Henschel, geht doch. Ein bisschen mehr. Jo, sauber. Eine M10 bekommen sie schon mal nicht wieder. Die ganze Aktion hat sich jetzt schon gar nicht mehr gelobt, weil die einfach so schnell draufgegangen sind, die M10s. Problem ist, ist kein Vorrück möglich, da die Packs hier immer noch stehen. Verdammt, hier steht hier nur noch eine Pack. Doch, nee, da ist die zweite. Was macht der? Der geht ein bisschen auf Infanteriejagd. Lass uns Infanteriemetzler. Den Infanteriemetzler gibt es mir natürlich auch in COH2 immer noch. Er nennt sich M5 Halbkettentransporter mit 4 Linksflak. Also mit 4 Kaliber 50 MGs hinten drauf. Ganz bös, aua. So, wie Jan-Philipp Zimny sagte, Strom kommt aus der Wand und schmeckt auer. M5 mit der Flak
Er fährt durch die Gegend und macht Aua. Okay, tschüss, Panzerwagen. Puff. Hier rennt immer mehr Infanterie rum. Hier haben wir jetzt Stuka zu Fuß. Da habt ihr eure Artillerie. Meine Schweine. Und hier haben sie den Henschel tatsächlich runtergeholt. Tja, schade drum. Ich will doch nicht ganz so gerne. Meine Güte, so müssen sich die Deutschen wirklich den Zweiten Weltkrieg gefühlt haben. Die ganze Zeit unter Artilleriefeuer. Das muss so nervig gewesen sein. Okay. Der M18 ist völlig hilflos. Der auch. Gut. Der kann jetzt hier schön wettfarmen. Hat jetzt den zweiten Verteidigungsboni drauf. Bam, noch ein Kill. Das Ding hat sich jetzt schon richtig gelohnt. Problem, hier drüben sind schon wieder zwei M10s, ein Sherman und die zwei Calliopes, die weiter fröhlich auf alles draufholzen, was ihnen vor die Nase fährt. Tja. Es wird einfach langsam Zeit, dass ihr euch einfach die beiden Siegmarken wiederholt. Und gegen die Amerikaner vorrückt. Leute, die nehmen gerade Siegmarken ab. Gott, das Hauptgeschütz ist ja anscheinend dauernd kaputt. Kabums. Yo, gebt dem Rückzugsbefehl, drehen sie sich nochmal alle im Kreis und dann rennen sie weg, um dann in die Luft gesprengt zu werden. Was für eine Großtat. Tja. Sieht ganz so aus, als wären die Deutschen am Arsch. Wenn wir es jetzt mal auf der Minimap betrachten, ist das hier der einzige Bereich, wo die Deutschen noch ein bisschen agieren können. Na, falsch. Um es nochmal genauer einzuzeichnen. Das ist der kleine Bereich, der übrig bleibt. Da drin agieren die Deutschen noch, aber ansonsten nicht mehr. Es ist einfach nicht möglich. Sie werden durch Artillerie komplett zurückgedrängt. Sie können noch eine kleine Defensivstellung aufbauen, aber jetzt ticken gleich drei Siegmarken gegen die Deutschen. Und es geht einfach nicht. Und jetzt kommen hier doch noch tatsächlich erst die zwei Streubomben runter. Ich mag die Teile. Böse. In COABK sind die sogar noch gemeiner, weil die auch Fahrzeugketten zerstören können. Und wenn man das denn in einer Stadt einsetzt, und da und dort die ganzen Straßen vollstopft mit SD2-Streubomben. Ups, war ich das etwa mit den kaputten Ketten, dass du dich nicht mehr bewegen kannst? I hate losing to retards. Also ich würde nicht sagen, dass das Retards sind, weil, wie ihr ja eindeutig sehen könnt, können sie euch mit Artillerie gut zurückdrücken. Mit der Infanterie immer schön auf den Keks gehen. Sie haben gerade euer Netz eurer Stuks zerstört. Zerstören gerade Instandsetzungspioniere. Und ihre Fahrzeuge nutzen sie auch nicht gerade schlecht. Da ist schon zum Beispiel der dritte M10 wieder. Und da kommt ein vierter M10. Echt nervig. Okay, was haben wir hier unten? Ach, ein paar Volksgrenadiere, in der Hoffnung, da was erobern zu können. Rennt! Ja, um ganz ehrlich zu sein, das Spiel sieht so aus, als wäre es schon gelaufen. Es ticken immer noch zwei Siegmarken gegen die Deutschen. Eine konnten sie zurückholen. Hier stehen jetzt anscheinend frische Doppelpanzer von Endeffekt Delirium. Oh Gott, oh Gott! 5 M10s! Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu! Aber jetzt kommt der Henschel. Feuer, Henschel, Feuer! Was bist du denn für einer, Henschel?
einen hat er fast kaputt geschossen. Kaputt. Aber hier kommen jetzt... Ah ne, das waren, sind auf jeden Fall keine frischen M-Panther, weil die haben schon zwei Wettstufen. Alle, beide auf D, auf der F. Aber trotzdem, drei der M10s kommen noch tatsächlich wieder raus. Neue Schützentruppe. Zombie-Truppe. Gleich mit Bars. Da sind die M10s schon wieder. Jetzt mit Allied War Machine. So nervig. Und anscheinend wartet hier der liebe Antidote auf einen Pershing. Da ist er auch. Jetzt alles drei auf der... Ja, meine Güte. Das hält bloß nicht allzu lange. Da sind jetzt zwar vier Instandsetzungspioniere, aber wenn er den Panther da nicht so schnell wie möglich wegbewegt, sind nicht nur die Instandsetzungspioniere tot, sondern auch der Panther. Mit Wett 3. Ganz unangenehm. Also verpiss dich. V1. Ich hab so eine Ahnung, wohin. Wo ist er denn hin? Wo ist denn die V1 hin? Ist die einfach verschwunden? Sieht so aus. Irgendwo verschwunden im Nirgendwo. Ich sehe nämlich keinen V1-Krater. Nirgendwo. Ich sehe hier nur eine Menge M10s und T-34 Calliope's. So wie ein M4 Sherman. Ziemlich zusammengeschossene Panther. Naja. Wie gesagt, ich sehe das hier eher als verloren für die Deutschen. KT soon. Okay. Ich glaube, das Blatt wendet sich. Ne, falsche. Doch, war schon das Richtige. I will send Ketten. Aha. Ah, jetzt sehen wir erstmal Ritterkreuzträger, die von Scharfschützen gerade fachgerecht auseinandergenommen werden. Drei Scharfschützen. Aua. Diese Ritterkreuzträger können zwar selbst von einem Kopfschuss nicht aufgehalten werden, aber wenn es drei Scharfschützen sind, die Kopfschüsse verteilen... Meep? Was hat denn der Panther gerade hier links am Bildschirmrand gemacht? Auf jeden Fall, auch wenn die sich nicht von einem Kopfschuss aufhalten lassen, können sie von mehreren Kopfschüssen aufgehalten werden. Und das können diese Scharfschützen ziemlich gut. Und jetzt rollt hier der Pershing in drei Panther hinein. Def, nicht Def, Def. Okay, Ritterkreuzträger. Lauf. Zum Kommen, gut. Gefällt mir. Wo ist unser Pershing? Da ist unser mittlerer Panzer. Der M26 Pershing. Mit seiner kurzen Kanone und seiner interessanten Form. Damit ist er eindeutig der modernste Panzer auf diesem Schlachtfeld. Aber trotzdem, ich mag die eckigen Formen der Panzer und des KTs viel lieber. Filmmodus, das muss es einfach sein. Okay, Filmbonus ist scheiße. Zeig mir den KT! Zeig mir den KT! Aua. Wie diese Kanone einfach donnert. Das finde ich so geil. Das stört mich so an, dieser KT! Bumm. Yo, wie wenig Schaden! Feuer. Ja, natürlich, daneben. Jetzt hagelt Stickies. Jetzt wird es Stickies hageln. Da fliegt schon die erste. Und da wird gleich die zweite kommen. Roter Schaden. Interessant, wie das funktioniert. Dort oben explodiert, dort hinten Schaden gemacht.
Seht uns beim nächsten Mal.